Herzlich willkommen zur Fortsetzung des Kapitels Dokumentsprachen. Thema heute sind XML-Grundlagen. Um Ihnen einen ersten Eindruck von XML zu geben, fange ich mal mit einem Beispiel an. Sie sehen hier ein klassisches HTML-Dokument. Es hat ein Head. Es hat ein Body. Im Head sehen Sie Metainformationen, die Codierung, den Titel des Dokumentes und im Body steht in H3 Alan Turing und in einem Paragraph sein Geburtsjahr und dass er Mathematiker und Informatiker war. Hier drunter sehen Sie jetzt ein XML-Dokument. Hier oben steht etwas Metainformationen über die Version von XML und dass das XML-Dokument nicht alleine so funktionieren kann, sondern noch eine Information braucht. Aber das soll mal im Augenblick keine Rolle spielen. Dieses XML-Dokument beschreibt auch Alan Turing. Hier den Namen, wobei wir Vorname und Nachname zusammen unter Namen fassen. Dazu den Geburtstag und zweimal den Beruf. Einmal Mathematiker und einmal Informatiker. Es ist quasi die gleiche Information wie in dem HTML-Dokument, doch hier ist die ausgezeichnet. Ausgezeichnet mit Tags. Das Wurzelelement ist hier die Person. Im HTML-Dokument steht einfach nur HTML. Von der Schachtelung bzw. von ihrer Struktur oder der Art Struktur aufzubauen, sind sich diese Dokumente sehr ähnlich. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was Sie klarer, besser oder besonders finden, würden Sie bestimmt darauf hinweisen, dass in dem XML-Dokument die Tags passend, sprechend, semantisch sinnvoll sind. Alan ist der Vorname, Turing ist der Nachname, der Geburtstag passt, die Berufe passen auch. Diese Information, die hat man nicht im HTML-Dokument. Oft hört man in diesem Zusammenhang, wenn HTML mit XML verglichen wird, dass das XML-Dokument eben Semantik mit transportiert, kodiert. Der Begriff der Semantik ist ja aber nicht so klar oder einfach zu interpretieren. Was heißt Semantik eigentlich? Die Definition ist gar nicht so leicht. Wir können es uns hier mal einfach machen und sagen, was ist der Unterschied zwischen Syntax und Semantik? Syntax ist das, was ich sehe an Zeichenfolgen. Semantik ist es, wie ich die Zeichenfolgen interpretiere. Das ist jetzt etwas grob, aber das hilft dir fürs Erste. Die Interpretation von Alan, also der Zeichenfolge A-L-A-N als Vorname, die ist für uns eingängig als Menschen. Wir finden die richtig, wir würden sie machen. Und Turing würden wir als Nachname interpretieren. Insofern zeigen die Tags die Semantik des Inhaltes an. Was ist problematisch mit dieser Semantik? Nun, diese Semantik ist für uns Menschen durch unsere Interpretation da, für eine Maschine jedoch erstmal nicht. Es ist keine operationale Semantik. Sehen Sie hier im Vergleich das gleiche Dokument nochmal mit veränderten Tags. Außen ist wieder das Wurzelelement die Person. Aber den Namen, den haben wir jetzt Adresse genannt, den Vornamen Zip, den Nachnamen City, das Geburtsdatum als Gewicht deklariert und Mathematiker und Informatiker als Name. Tatsächlich ist für eine Maschine kein Unterschied zwischen diesen beiden XML-Dokumenten. Für uns Menschen
ist ein Unterschied da. Aber wenn wir präzise sind, dann ist nur für diese Menschen ein Unterschied da, die diese Texte lesen und interpretieren können. Keine operationale Semantik bedeutet, dass aus dieser Beschreibung, die wir hier sehen, dem XML-Dokument an sich, keine Vorschriften entstehen, wie die Dinge zu interpretieren sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer intentionalen Semantik oder einer axiomatischen Semantik. Es gibt jedoch auch tatsächlich Semantik, die maschinell interpretiert werden kann in diesen Dokumenten. Zum Beispiel, dass Auszeichnungsinformationen oder Tags in spitzen Klammern geschrieben sind und dass das Endetag mit einem Slash anfängt. Aber Sie sehen, wie viel primitiver dieses Wissen über diese Semantik ist, verglichen damit zu verstehen, was eine Adresse, eine Person oder ein Name ist. Lässt man beide Dokumente, das HTML-Dokument und das XML-Dokument, durch einen Browser interpretieren, dann sehen Sie in etwa diese Dokumente hier. Auf der linken Seite das HTML-Dokument, Alan Turing als H3 gerendert, danach die Informationen über Geburtsjahr und den Beruf. Und auf der rechten Seite das XML-Dokument. Der Browser bemerkt, dass er das Dokument nicht richtig rendern kann. Es fehlen vielleicht Informationen für eine DDD oder ein Cascading Style Sheet oder. Stellt er diese Information quasi als Source dar. Sie sehen die Struktur, die direkt aus dem XML-Dokument im Browser angezeigt wird. Sie können die Interpretation des Browsers selbst nachvollziehen. Ich habe auf den Folien entsprechende Links vorbereitet. Klicken Sie auf Person HTML. Dann sehen Sie das entsprechende HTML-Dokument. Klicken Sie auf Person XML. Dann sehen Sie das entsprechende XML-Dokument. Sie können sich auch den Seitenquelltext anzeigen lassen. Das ist der vom HTML-Dokument und das ist der vom XML-Dokument. Ähnlich wie zuvor bei HTML oder Cascading Style Sheets habe ich Ihnen einen Kompaktkurs hier zusammengestellt, der wie immer mit einer Historie startet, dann die wichtigsten Aspekte der Dokumentenverarbeitung zeigt, Regeln zur Syntax, Wohlgeformtheit, Document Type Definitions, DDDs, und so weiter bis zum XML Information Set. Nach diesem Kurs sollten Sie die wichtigsten Grundlagen von XML verstanden haben und beherrschen. XML ist vorgeschlagen worden, weil die Standard Generalized Markup Language SGML sehr kompliziert in ihrer Definition und Verwendung ist. XML kommt mit nahezu all den Möglichkeiten von SGML daher, ist aber deutlich einfacher. Allein das Dokument zur Beschreibung dieser Sprache ist nur ein Bruchteil von der Länge des originalen SGML-Dokumentes. Die Version, die 2006 vorgeschlagen worden ist, XML 1.1, ist bis heute quasi unverändert im Einsatz. Sie sehen hier noch einen Überblick über die wichtigsten XML-Spezifikationen, die uns noch begegnen werden und die wichtig sind, um mit XML zu arbeiten. Das ist zum einen das XML-Schema, dann XML-Transformations, die XML-Path-Language, die XML-Query-Language und heute nicht mehr ganz so wichtig, die Formatting-Objects-Sprache. Wenn Sie noch etwas über diese Vorlesung hinausgehendes lernen wollen, empfehle ich Ihnen, auf die XML-Home-Seite zu gehen. Das ist ein nicht sehr langer, gut lesbarer Text vom W3C, der die Sprache und ihre Konzepte nochmal einführt.
Mit XML sind auch andere interessante Markup-Sprachen gekommen, die mit diesen kombiniert und gekoppelt sein können. Zum Beispiel die Mathematical Markup Language MathML, die Beschreibungen von mathematischen Ausdrücken, Funktionen, Termen ähnlich und angelehnt wie LaTeX ermöglicht. Die Scalable Vector Graphics Definition, die es ermöglicht, dass Browser objektorientiert beschriebene Grafiken direkt interpretieren können. Ganz bekannt und wichtig auch das Resource Description Framework, RDF, das die Basis zur Notation des Semantic Web darstellt. Auf der Bemerkungsfolie habe ich noch ein paar zusätzliche Hinweise hingeschrieben, insbesondere auch nochmal die Übersicht der Ziele von XML. Hier nochmal eine Wiederholung des Prozesses der SGML-Dokumentenverarbeitung. Das Instanzdokument kommt dann im Parser und der Parser braucht die SGML-Deklaration und die Document-Type-Definition. Dann kommt Layout mit Hilfe von DISL oder was CSS-ähnlichem. HTML ist deutlich vereinfacht. Das HTML-Dokument geht an dem HTML-Parser und es ist keine Dokumenttyp-Beschreibung möglich und nötig. Das HTML-Dokument ist fest und unveränderbar. Im Vergleich dazu, XML ist genau dazwischen. Wir haben diese Möglichkeit, eine Document-Type-Definition anzugeben und damit die Dokumentstruktur flexibel zu gestalten. Im Schritt danach gibt es auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines XSL-Style-Sheets das Dokument umzubauen, auch von seiner Struktur her. Und mit einem CSS-Style-Sheet zu rendern. Den Aufbau eines XML-Dokumentes sehen Sie hier. Es gibt einen Prolog, der die XML-Version und etwas über die Doctype sagt. Dann kommt der Body, in dem ein Wurzelelement, genauer gesagt eine Instanz eines Elementtyps steht. Hier in diesem Fall ist das Person. Und dann kommt ein Epilog, der meistens wegfällt. Wenn Sie das mit einem HTML-Dokument vergleichen, dann sehen Sie, dass der Aufbau natürlich ähnlich ist. Aber der Body von einem HTML-Dokument, der liegt schon fest. Er bekommt eine Head-Element-Instanz und eine Body-Element-Instanz. Das Wurzelelement heißt HTML. Die wichtigste Angabe im Dokumentenprolog ist die DTD, die sagt, was ist erlaubt in diesem Dokument. Es ist üblicherweise ein Verweis auf eine Datei. Anstelle oder kombiniert mit der Referenz auf eine Datei lässt sich der Inhalt einer DTD auch im Dokument einbinden. Man unterscheidet insofern eine externe bzw. interne DTD-Teilmenge. Hier in dem Beispiel ist eine interne DTD, die ein Gedicht definiert. Sie ist sehr einfach. Sie sagt, es gibt ein Element, Poem, und man kann eine Entity benutzen, die Author heißt, die hier William Shakespeare. Schließlich können noch Verarbeitungsanweisungen für XML-Style-Sheets angegeben sein. Im Dokumenten-Body sind Instanzen von XML-Elementen. Die Anordnung und die Schachtelung, die entspricht dem Inhaltsmodell, also was darf in diesem XML wie auftauchen und die sind in der DTD definiert. Die Syntax, hier sehen Sie Elementname, dann kommt eine Attributliste und dann kommt Ende-Elementname, entspricht der von HTML.
Die Elementstruktur des Bodies entspricht immer einem Baum. Ich habe mal den Baum des Eingangsbeispiels mit Alan Turing gezeigt. Die Verwendung von Attributen geschieht wie in HTML bzw. SGML. Attributname gleich und dann in Anführungszeichen Attributwert. Es stellt sich immer die Frage, modelliert man etwas als ein Element geschachtelt oder innerhalb der Attributliste? Unten mal als Beispiel. Sie können Vorname, Nachname als Kindelement von Name definieren. Sie können aber auch genauso im Namen zwei Attribute mit Vorname und Nachname einfügen. Die Attribute sind eher Metadaten vorgehalten, würden also hier nicht so ganz passen, aber eine Trennung zwischen Metadaten und anderen Daten ist gar nicht immer so einfach möglich. Weitere Regeln zur Syntax. XML-Namen, also auch alle Elemente, die Sie neu einführen, dürfen aus beliebigen alphanumerischen Zeichen bestehen, sowie die drei Interpunktionszeichen, Unterstrich, Minus und Punkt. Entity-Referenzen fangen mit dem Und, dann kommt ein Entity-Name, dann ein Semikolon. Kommentare sind wie zuvor auch schon in Spitzenklammern zusammengefasst. Die eröffnete Tag hat noch ein Ausrufezeichen danach, und zwar Minus, der schließende hat zwei Minus und die spitze Klammer. Insbesondere ermöglicht Ihnen die C-Data, Character-Data-Deklaration, die Verwendung aller literalen Zeichen. Verarbeitungsanweisungen werden mit spitze Klammer und Fragezeichen notiert. C-Data-Deklarationen haben noch ein Gegenstück. Es gibt C-Data und PC-Data. Der Unterschied ist der folgende, dass mit PC-Data der Datentyp Past Character Data bezeichnet wird. Abschnitte dieses Datentyps, die Sie auch überall im Dokument einfügen, werden durch den Parser analysiert. Deshalb müssen Zeichen, die Bestandteil des Markups sind, maskiert werden. Unterscheiden Sie bei XML-Dokumenten zwischen Wohlgeformtheit und Validität. Alle XML-Dokumente müssen wohlgeformt sein. Dazu gehören insbesondere balancierte und geschachtelte, das heißt unverschränkte Tags, genau ein Wurzelelement, Attributnamen eindeutig pro Element, Wertzuweisungen immer in Anführungszeichen, keine Kommentare und Verarbeitungsanweisungen im Text. Das sind die wichtigsten. Darüber hinaus können XML-Dokumente valide, gültig sein. Das heißt, das Dokument ist wohlgeformt, also die oberen Bedingungen, und weiterhin das Dokument referenziert eine Document Type Definition bzw. ein XML-Schema, das ist der Nachfolger von DTDs, und der Dokumenteninhalt ist konform mit diesem Schema. Hier mal als Beispiel. Sie sehen auf der Folie ein XML-Dokument oben und eine zugehörige DDD unten. Es gibt ein Personenwurzelelement. Dieses Personenwurzelelement, hier ist es definiert, besteht aus einem Namen, gefolgt von einem Geburtstag, gefolgt von mehreren Berufen. Die DTD gibt die Elemente an, die auftauchen dürfen und wie sie geschachtelt sein dürfen. Die Vorgaben einer DTD folgen dem Prinzip einer Closed-World-Semantik. Was in der DTD nicht deklariert ist, die DTD ist also die Closed-World, was da nicht drin steht, das ist nicht erlaubt. Hierzu nochmal
ein Beispiel, ein Elementtyp, vom Namen Name wird definiert durch und dann kommt ein Inhaltsmodell, fängt mit einer Klammer an, Vorname, zweiter Vorname, beliebige davon und Nachname. In der Klammer stehen die weiteren Kindelemente. Es wird von links nach rechts gelesen. Somit ergeben sich folgende gültige bzw. ungültige Elementinstanzen. Alternativen werden mithilfe eines senkrechten Striches unterschieden. Weiterhin sind Klammerung und Kombination der syntaktischen Einheiten möglich. Mit diesen Konzepten entstehen verschiedene Inhaltsmodelle und die wichtigsten Unterscheidungen sieht man hier. Wir haben Inhaltsmodelle für den einfachen Inhalt, die haben nur einfache Character Data. Wir haben Inhaltsmodelle, die explizite Kindelemente ermöglichen, die dann auch geschachtelt sein können natürlich. Gemischten Inhalt dazwischen, leeren Inhalt und beliebigen Inhalt. Von den Möglichkeiten sind diese Inhaltsmodelle sehr allgemein. Es lässt sich sehr viel damit anstellen. Von der Idee, wofür ist ein Inhaltsmodell, nämlich zu erklären, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und was gehört sinnvollerweise zusammen, sind sie vergleichbar mit den Inhaltsmodellen von HTML. Wobei die Inhaltsmodelle von HTML sich nur auf das sehr einfache HTML-Dokumentmodell beziehen, was mit einem Head und einem Body anfängt und wo es nur recht wenige Elemente gibt, die miteinander kombiniert werden können. Neben den Elementen deklariert eine DTD auch die erlaubten Attribute für einen Elementtyp. In dem Beispiel hier werden die Attribute des Elements Bild deklariert. Es handelt sich um 4 Attribute, die verwendet werden dürfen: Quelle, Breite, Höhe und Info. Der Attributtyp, das ist jeweils ein String, deswegen steht hier CData. Weiterhin kann angegeben werden, ob das Attribut obligatorisch ist, ob es einen Default-Wert hat, ob der Attribut wertfest ist und angegeben sein muss und so weiter. In XML gibt es etwa 10 Attributtypen. Hier habe ich auf ein nettes Quiz verlinkt. Das sind 25 Fragen. Einfache Fragen, Wiederholungsfragen, vielleicht auch etwas kompliziertere Fragen und Sie können Ihr XML-Wissen schon mal testen. Wir kommen jetzt in unserem XML-Kompaktkurs zur Internationalisierung. Internationalisierung bedeutet hier in erster Linie die Verwendung von Zeichensätzen, Zeichen und deren Codierung. Und dafür gebe ich Ihnen jetzt die notwendigen Grundlagen. Um grundlegend die Zeichen und deren Verwendung zu verstehen, müssen Sie verschiedene Konzepte unterscheiden. Ich zeige sie Ihnen mal alle zunächst. Das abstrakte Zeichen, die Zeichendarstellung, den Zeichenvorrat, den Coderaum, die Codetabelle und das Codierungsformat. Von besonderer Bedeutung, die Eckelemente quasi, das sind die 3 rot beschriebenen. Die Nummer 1, das abstrakte Zeichen, die Nummer 5, die Codetabelle und die Nummer 6, das Codierungsformat. Das abstrakte Zeichen ist einfach ein Element zur Konstruktion oder zur Repräsentation textueller Daten. Das Unicode-Konsortium sagt, es ist einfach ein Unit of Information. Und
Wir können uns darunter einfach einen ganz präzisen Namen vorstellen. Ein A mit einem Oxon, lateinische, großgeschriebene Buchstabe zum Beispiel. Oder ein A mit einem Kreis darüber. Oder ein A, das ein kleiner lateinischer Skriptbuchstabe sein soll. Und so weiter. Sie sehen, was ist, wie viele abstrakte Characters es allein für das A gibt. Die Darstellung eines Zeichens heißt Glyph oder Character Shape. Ich habe die Unicode-Definition hierzu direkt verlinkt. Und hier sehen Sie auch noch Beispiele für Shapes. Hier unten nochmal die Bezeichnung des abstrakten Zeichens, links daneben den Glyph. Ein Zeichenvorrat und Zeichensatz nun ist eine Menge von Zeichen, die an das Konzept einer Sprache geknüpft sind. Sind erstmal unabhängig von einem Computer. Ein Zeichenvorrat ist das, was in einer Kulturgemeinschaft gebraucht wird, um die Sprache zu repräsentieren. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Latin 1. Es ist die Menge der Zeichen, die zum Schreiben der Sprachen Westeuropas benötigt werden. Da die abstrakten Zeichen bzw. ihre Namen sehr umständlich sind, Sie erinnern sich hier an diese Liste, arbeitet man mit sogenannten Code Points. Code Points sind Zahlen, die den abstrakten Zeichen zugeordnet werden können. Die Menge aller Code Points bildet den Coderaum. Die Abbildung eines Zeichensatzes auf die Elemente in dem Coderaum führen zum Begriff der Code-Tabelle. Und schließlich die Codierung der Codepoints einer Codetabelle geschieht in einem Codierungsformat. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben abstrakte Zeichen. Für die gibt es eine Darstellung, die wir kennen. Für unsere kulturelle Region oder für eine bestimmte Sprache braucht man nicht sehr viele Zeichen, sondern nur ein paar, die typischerweise auftauchen, die nennt man Zeichenvorrat. Den abstrakten Zeichen ordnet man eine Zahl zu, weil ihre Namen eben zu lang sind. Und für die abstrakten Zeichen eines Zeichenvorrats, deren Zuordnung zu dieser abstrakten Zahl, zu diesem Codepoint, die nennt man Codetabelle. Diese Codierung des Codepoints auf dem Rechner, die geschieht in einem Codierungsformat. Das W3C, das ist mit dem Link hier oben, hat dafür ein Bild, das ein Teil dieser Elemente nochmal beschreibt. Sie sehen Glyphs, die zu einem bestimmten abstrakten Zeichen gehören. Sie sehen dann die Codepoints darunter. Zum Beispiel bei diesem Kreis links, da steht 2D30 drunter, das ist der Codepoint dazu. Und dieser Codepoint, der wird in einer ganz bestimmten Form gespeichert, nämlich als UTF-8 hier, und das ist das Codierungsformat.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch auf einen Text von Joel Spolsky hinweisen. Das ist einer der beiden Gründer von Stack Exchange und Stack Overflow. Er hat einen Artikel geschrieben, um das absolute Minimum, was jeder Softwareentwickler wissen muss, über Unicode beschreibt. Dieser Artikel greift genau die Konzepte auf, die ich Ihnen hier eingeführt habe. Ein Zeichenvorrat für eine bestimmte Sprache heißt Alphabet oder Schrift. Beispiele: lateinische Schrift oder chinesische Schrift. Der Anspruch von Unicode ist, dass alle Zeichen aller Sprachen in der Welt durch Unicode standardisiert und damit für Rechner kodierbar werden. Und dass diese Kodierung auch noch effizient, das heißt möglichst platzsparend, geschehen soll. Nehmen wir zum Beispiel die Sprache Englisch. Der Coderaum von 0 bis 7f, 7f ist Hexadezimal, hat also 128 Zahlen. Die Codetabelle nennt man US ASCII. Sie enthält das Alphabet, mit dem man Englisch schreibt. Das Codierungsformat heißt kanonisch, zwar deswegen kanonisch, weil es nur eins gibt. Die Codeeinheit ist ein Byte und die Codelänge auch. In Westeuropa geht der Coderaum schon bis 256. Hier sind die ganzen diakritischen Zeichen drin. Aber auch das passt ja noch in ein Byte. Chinesisch ist 256 mal so groß, der Coderaum. Die Tabelle heißt Big Five. In 2 Byte darstellbar. Unterschiedliche Codierungen kommen jetzt ins Spiel, wenn man alle Sprachen der Welt gleichzeitig benutzen will. Die Codetabelle heißt Unicode. Und hierfür gibt es unterschiedliche Codierungen. Das hat damit zu tun, dass man ja nicht immer alle Zeichen gleichzeitig braucht und deswegen auch nicht immer in der Lage sein muss, alle Zeichen gleichzeitig zu unterscheiden. Deswegen gibt es verschiedene Codelängen. 1 bis 4 Byte als variable Codelängen oder 2 bis 4 Byte. Die unterscheiden dann zwischen UTF-8 und UTF-16. Die Codeeinheit, das heißt die kleinste Einheit zur Codierung, ist bei UTF-8 1 Byte, bei UTF-16 2 Byte. Wir lernen das alles, weil damit ein Parser ein Dokument lesen kann, muss er sowohl die Codetabelle kennen, wie auch das Codierungsformat. Unglücklicherweise werden die Begriffe nicht einheitlich verwendet, ja, sie werden oft sogar falsch verwendet. In der Metainformation von HTML-Dokumenten zum Beispiel verwendet man das Attribut Character Set, um das Codierungsformat zu deklarieren. Hier sehen Sie Codierungsformat UTF-8, Character Set. Es ist klar irgendwie, was gemeint ist, aber es ist nicht falsch. Es ist falsch, also lassen Sie sich da nicht verwirren. In der Metainformation von XML-Dokumenten macht man das hingegen richtig. Abschließend hier noch die Codetabellen von US ASCII und German ASCII. Die druckbaren Zeichen erhalten die Zeichencodes 32 bis 126, die Steuerzeichen von 0 bis 31. Wahrscheinlich sind Sie den meisten dieser Codes schon mal konkret begegnet. Wir kommen jetzt zu den Programmierkonsequenzen dieses Wissens, was wir gelernt haben. Wir greifen hierfür nochmal den Sideloader aus einer der ersten Vorlesungen auf. Sie erinnern sich, der Sideloader, das war hier auf der Client-Seite, ein Programm, sehr primitiver Browser kann man sagen, der hat von einem Webserver sich eine
Seite, Webseite geben lassen. Und wir ergänzen diesen Sideloader jetzt um Informationen darüber, die richtige Character Set, die richtige Codierung zu verwenden. Hier ist nochmal die Wiederholung des entsprechenden Java-Codes. Und das jetzt hier ist neu. Hier wird nach dem Content Type gefragt und nach dem Character Set geguckt. Haben wir uns eine kleine Hilfsfunktion geschrieben. Extract Character Set. Die guckt dann nach, ob der String UTF-8 Teil des Content Types ist hier. Sehen die Funktion hier. Hier ist nochmal der originale Sideloader. Hier ist der neue Sideloader 2, der sich quasi nur an dieser Stelle unterscheidet. Wir kommen nun zu Namensräumen. Namensräume, Namespaces, haben folgende Aufgaben in XML. Sie dienen zur Unterscheidung von Elementen und Attributen, die den gleichen Namen haben, aber in verschiedenen Zusammenhängen verwendet werden. Und natürlich auch helfen sie, eine logische Gruppierung aller Elemente und Attribute einer Anwendung zu realisieren. Hier mal ein Beispiel. Wir verwenden das Title-Element einmal in einem Namensraum 1 Book und einmal in einem Namensraum 2 Paper. Wir sehen auch direkt, dass der Namensraum hier angemeldet ist. Wichtig, Namensräume sind Bezeichner. Sie definieren keine Umgebung, also keine Begrenzung für etwas. Namensräume verlängern quasi einen ursprünglichen Elementnamen, Title, zu dem Namen Book Title. Die Verwendung von Namensräumen geschieht in zwei Schritten. Erstens, der Namensraum wird deklariert. Das geschieht durch Bindung einer URI an ein Präfix mit dem Attribut XMLNS, XML Namespace. Und zweitens durch die Verwendung, durch Qualifizierung eben des Vokabulars. Wir können Book jetzt verwenden. Man spricht auch in diesem Zusammenhang bei diesem langen Namen, wo der Namensraum mit auftaucht, von dem qualifizierenden Namen. Der Namensraum ist dann der Präfix, der restliche Elementname, der lokale Teil. Jede URI ist als Namensraum verwendbar. Ein Namensraum gilt innerhalb des Elementes, in dem die URI gebunden wird. Also, wir sehen hier das Element Buch. Und in diesem Element wird der Namensraum Book gebunden. https://www.books.com ist die URI. Es muss nicht eine gültige URL sein, das heißt, da mag der Browser keinen Weg hinfinden. Mit XMLNS geschieht die Bindung und sie wird am Anfang, Sie sehen es hier schon, benutzt. Es ist ein bisschen verwirrend, weil Sie sehen, dass die Verwendung hier quasi vor der Deklaration, die hier hinten geschieht, schon passiert.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, einen Default-Namensraum einzurichten. Der Default-Namensraum ermöglicht die Qualifizierung, also die genauere Spezialisierung von Elementen ohne Präfix. Sie führen einen Default-Namensraum dadurch ein, dass Sie eine Bindung einer UAI an einen leeren Präfix machen. Vergleichen Sie das mit dem. Hier unten sind jetzt Titel und Autor an den Default-Namensraum gebunden. Der Umgang mit Namensräumen erfordert etwas Übung. Es gibt ein paar typische Fehler und Fallen, in die man tappt. Ich habe in dieser Bemerkungsfolie alle Problematiken, die auftreten können, gelistet. Zweifelsfall gucken Sie einfach hier nach. Insbesondere, was man schnell verwechselt, ist der Default-Namensraum und der anonyme Namensraum. Der anonyme Namensraum ist der Namensraum, in dem alle Elemente sind, die nicht qualifiziert sind. Zum Abschluss dieser Unit möchte ich noch kurz auf XML Information Sets eingehen. Wir werden das in der Übung wahrscheinlich nicht vertieft behandeln, aber Sie werden über den Begriff immer wieder mal stolpern. Sie sehen hier eine Anordnung der Module von XML angelehnt, einen Vorschlag von Jekyll. Allem unterliegend ist Unicode und eine Art, wie man Dokumente aufbaut. Das kann beschrieben sein mit XPaaS oder mit dem DOM oder ganz allgemein mit dem Infoset. Die darauflegende Sprache, XML, kann Namespaces benutzen und hier drauf dann XML-Schema, XML oder XPaaS angewandt werden. Das XML Information Set oder Infoset definiert das unterliegende Datenmodell. Ein Datenmodell ist eine Beschreibung, wie ich meine Daten organisieren darf, was dazu gehört und welche Beziehungen zwischen den einzelnen Building Blocks meiner Überlegungen, meiner Daten stehen. Ein Parser, der ein XML-Dokument analysiert, orientiert sich an der Definition des XML-Information-Sets. Er kann sich darauf verlassen, dass er Informationen darüber bekommt, wie ein Element heißt, zu welchem Namensraum ein Element gehört, über die Reihenfolge der Elementinstanzen, über die Code-Tabelle. Es ist auch klar, dass die Reihenfolge der Attribute eines Elementtyps zum Beispiel keine Rolle spielen. Auch die Größe des Leerraums gehört nicht zu der Information, die im Infoset definiert ist. Es gibt für XML-Dokumente quasi drei sich ergänzende oder überlappende auch Datenmodelle. DOM, das Document Object Model, was quasi aus Browsersicht entwickelt ist und dessen Schwerpunkt auf der API zur Manipulation der Datenstruktur liegt. XPaaS, das aus der Baumsicht her entwickelt ist und dessen Hauptzweck ist, in einem XML-Dokument effektiv zu navigieren. Und um das auf eine gemeinsame Ebene zu bringen, ist das Information Set konzipiert worden. DOM und XPaaS können als Interpretation und besondere Schwerpunktsetzung des XML Information Sets betrachtet werden. XML-Dokumente werden als Baum repräsentiert. Die Elemente des Baums heißen aus Sicht des XML Information Sets Information Items. Und sie sind von einem der folgenden Typen hier. Das Document Information Item kennzeichnet den Wurzelknoten,
gibt es Elemente, Attribute, Verarbeitungsanweisungen und so weiter. Ich habe hier mal ein XML-Dokument beschrieben, das, was wir schon kennen. Es hat erst den Prolog, das sehen Sie oben, Versionsangabe, Standalone gleich Yes, sagt, es wird keine DDD benutzt. Das Wurzelelement ist die Person. Es hat ein Kindelement Name, das wiederum die beiden Kindelemente Vorname und Nachname hat. Aus Sicht des Information Sets ist das der Prolog, ein Document Information Item. Dann kommt ein Element Information Item. Und noch ein Element Information Item. Und die Attributinformation hier drin ist ein Attribute Information Item. So können wir das ganze Dokument in seine Information Items zerlegen. Wir sind jetzt am Ende unserer Unit zu den XML-Grundlagen angelangt und wie immer habe ich Ihnen die wichtigsten Quellen, die ich gefunden habe und die besten Quellen zum Nachlernen hier hinten aufgeführt.